Hello people! Willkommen zurück zu Let's Play Dings und bla. Ja, so. Zum Thema Secret Exit. Ich geb's zu, ich hab nachgeguckt. Und es ist ziemlich fies, muss ich an der Stelle mal sagen. Und für diesen Ersteller eigentlich untypisch. Also diese Art von Secret Exit erinnert mich wirklich schon an Sig. Muss ich hier schon mal sagen. Das bedeutet, ab in die Schlucht. Aber erst im zweiten Raum. Also nichts in die Ruhe rein, wie man das bei so Erstellern wie diesem vielleicht vermuten könnte. Zack. Stirb! Okay, und hier wird die Musik auf einmal schneller. Okay. Ich glaube, wir sind bald an der richtigen Stelle angekommen, wo man sich da runterstürzen muss in den Tod. Och, Mann. Ja, genau hier. Ja, aber so schnell kommt man darauf ja nicht, oder? So. Nun machen wir zuerst... Nee. Mein Gott, ich will hier gar nicht rein. In dieses verdammte Dreckslevel, mein Gott. Aber der Start-Select-Button wollte nicht im richtigen Moment aus. Gut. Nehmen wir uns mal ein bisschen Blume und das war's, ja. Ich glaube, wir machen jetzt trotzdem erstmal das Level, weil das haben wir im letzten Part schon mal versucht angefangen, bis ich dann gemerkt habe, oh, wir haben ja keine Zeit mehr. Von daher machen wir das jetzt mal einfach. Einfach so. Hilfe? Mein Gott, hier gibt es aber auch viel Masse. Viele Blarks. Hilfe, oh Gott. Nein. Stirb, ach Mann. Ich finde das voll doof hier. Na gut, also diese Knochenbahn ist irgendwie generell nicht so mein Fall, möchte ich sagen. Im Original SMB war die vielleicht noch innovativ und cool, aber hier nicht so. Und zweitens ist die mir zu lahm. Es gab mal irgendwie ein Level von einem Typi, der das ASM-technisch modifiziert hatte. Ich glaube bei Raukos Talkos Contest. Da hat er die wirklich so riesen schnell gemacht. Aber das wäre aber auch, ist aber auch mal eine coole Idee, die ich gerne mal verwenden würde. Ja. Aber dazu braucht man ASM-Quark und das kann ich halt nicht. Und das ist halt doof. Ich kann kein ASM-Quark, oh Gott. Hm. Stirb. Zack. Oh Gott. So, dich holen wir mal runter. Hm. Na? Leute, wie lange dauert das eigentlich noch, bis hier das Ende kommt? Oh mein Gott, ein hüpfender Giftpilz. Sowas hat die Welt auch noch nicht gesehen. Ein hüpfender Giftpilz, oh mein Gott. Kann man den töten? Ja, das kann man in der Tat. Gut. Niau! Schade. Ich dachte, man könnte alles einfach so überfliegen. Alles einfach so. Gott, nein. Gut. Hilfe. Zack, zack. So, Hilfe, burn. Warte, wie lange geht das noch? Bitte. Och, oh, ja, verdammter Scheiß, Blind Jump. Ich hasse Blind Jumps. Ich hasse Blind Jumps. Mein Gott, du dummer Ersteller. Mach doch mal ein paar Münzen hin. Was soll denn die verdammte Kacke hier? Ich hasse Blind Jumps. Mein Gott. Wann hat diese Welt endlich mal kapiert, dass Blind Jumps Kacke sind? Och, Mann.
zumindest zu diesem wunderschönen Ersteller, dessen Ecke ich hier gerade spiele, ist das nicht durchgedrungen, oder was? Hm. Na gut, aber... Ja, toll. Du blöde Scheißfledermaus. Ah. Okay, kann man das Viech irgendwie... Ja, genau so. So kann man das Viech umgehen. Ja, Feder. So, aber ich finde es gut, dass es hier überhaupt eine Feder gibt. Da kann man zumindest ein bisschen besser dingsen. Ihr wisst schon, ach egal. Ja, ein bisschen besser auf dieses komische Knochengerippe zurück. Also, ja. Man kann auf den Giftpilz auch einfach raufspringen. Das ist ja sowas von logisch. Stirb. Na gut, im Real Life kann man durchaus auf Giftpilze raufspringen. Ja, schade das ja nicht, aber das ist ein Mario-Spiel. Das darf nicht realistisch sein, mein Gott. Warum kapiert das denn keiner? Gott. Blark. Moin. Oh Gott, wow. Ich hab's tatsächlich geschafft, das blöde Viech auszutricksen. So. Ihr mit euren scheiß Blind Jumps, also ich bitte euch. Ja toll, und dann natürlich kurz vorm Ziel. Ich bitte euch doppelt. Okay. Jetzt machen wir das Level. Eine blaue Höhle oder was? Okay. Oder ist das ein Wasserlevel? Wasserlevel würde zu der Umgebung definitiv mehr passen, da sage ich doch. Zumindest ein zur Hälfte Wasserlevel. Oh Gott, ja, und hier haben wir jetzt schon die Hälfte des Parts irgendwie an diesem blöden Feuerding ins Bums verschwendet. Nur wegen diesem einen blöden Blind Jump. Ich hasse es. Zack. Bams. Och, spring doch mal richtig, du. Och Gott, so, der muss sterben. Und der auch. Diese Hammerbrüder machen doch nur Ärger. Nee, das machen sie wirklich. Das kann mir doch keiner abstreiten hier. Dass diese Viecher nur Ärger machen und dass die keiner haben will. Aber trotzdem bauen die wunderschönen netten Ersteller das trotzdem ein. Einfach nur, um diesen Spieler zu ärgern. Also, das ist doch mal... Das geht doch nicht. Gott. Genauso ist es mit den Giftpilzen. Obwohl, ich hätte in mein... Obwohl, ich glaube, ich kann... Ich werde... Falls ich mal lerne, irgendwelche komischen Dinge einzufügen, würde ich der versuchen, Giftpilze einzufügen, auch nicht widerstehen können. Weil wenn man sie reinmacht... Dann ist das ganz lustig, nur wenn er ans Spielen muss, ist es kacke. Ja, genau, so ist es halt bei Hammerbrüdern. Gut. Jetzt machen wir das mal. Okay, haben wir wieder diese komischen Viecher, die gab es auch im Vorteil. Irgendwelche, wow, was habe ich denn da gemacht? Also, ja toll. Jetzt habe ich mir mal... Jetzt habe ich freiwillig auf die Feder verzichtet. Gott. Hilfe. Hoch mit dir. Gott. Roter Switch gedrückt. Okay,
Okay, haben wir halt einen lila-rosa Untergrund oder was weiß ich. Ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen, außer dass es hier schon wieder Lava gibt und schon wieder Hammerscheißer und schon wieder die gleichen bösen Viecher, die niemand haben möchte. Und plus Podobos. Obwohl, die gab es hier eigentlich noch nicht, oder? Zack, zack. Di-di-di-di-di-di. Miau. Zack. Bams. Kabumsen. Oh, der komischen Pflanze auch noch ausweichen und... Ja, Ziel? Nö, wahrscheinlich nicht. Wah! WTF? Musik? Fragezeichen. Jetzt haben wir auf einmal Zelda Link to the Past Musik. WTF? WTF? Hä? Was soll der Kram auf einmal? Ach du Kacke. Dann auch noch eine gesampelte Version. Da kann wirklich Musik samplen. Der Typ. Na Gott, aber wirklich passend tut hier nicht. Der fand die nur irgendwie cool und wollte die mal schnell irgendwo reinfügen. Wahrscheinlich. Einfach so mal random. Aber ich, worauf ich jetzt keinen Bock habe, ist Folgendes, nämlich hier sterben. Fledermaus. Hilfe. Okay, hier kommt kein blöder Feuerball. Hier kommt wirklich kein Feuerball. Okay, das war's gut. war's das schon mit der dritten Welt? Okay, diese Musik setzt sich fort. Sieht man ja hier. Beziehungsweise hört man wohl eher. Gott. Ja toll, und hier gibt's ja solche Chemiker-Koopas, die irgendwelche Dinger schmeißen. Stirb. Ob auf die sollte man möglichst schnell raufjumpen. So, und die Giftpilze kann man einfach so kaputt bremsen. So. Jetzt sind wir am Castle drin und jetzt gibt es ja die Originalstandard ausgelutschte SMW-Musik. Juhu. Obwohl, mich stört die nicht. Weil sonst würde ich ja nicht so viele Ex ohne Custom-Music let's playen. Ich sag nur Super Sick World. Gott. Miau. Whoops. Ach du Fuck. Mein Gott, ich bin jetzt schon wieder ein paar Mal kurz vorm Tod vorbeigerutscht. Und jetzt finden wir diesen Penner schon wieder. Ach, ich hasse ihn. Ja, toll. Und genau das mag ich ja nämlich. Also auf den rauf zu jumpen, dann macht er in letzter Sekunde noch sein blödes Zauberzeug los und ja. So läuft das dann halt. Zack. Mein Gott, wie lange geht denn das noch? Wow, Hilfe. Ah. So, aber hier scheint es jetzt zum Boss zu gehen. Der große Boss. Es ist so schlimm. Wieder dieses gleiche komische Viech. Sag mal, lässt sich der Gesteller irgendwie auch mal was Neues einfallen? Ich glaube nicht. Ach, Mano. Stirb. So. Wie kannst du es mir... Nur wagt mich zu treffen, das geht auch mal nicht. Deserto. So, im nächsten Part gibt es schon wieder Deserto, aber erst im nächsten Part. Bis dahin sage ich, bis denne. Tschüssi. Krowski.